Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Zelda Breath of the Wild. Ja, wahrscheinlich kennt's die meisten. Ihr guckt in eure Freundesliste rein und seht, yo, alle eure Freunde spielen alle dasselbe Spiel, nämlich Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe aber Tears of the Kingdom nicht und ich kann mir das auch noch nicht holen, denn ich habe noch eine Aufgabe vor mir. Und zwar, seht ihr, ich habe noch nicht mal alles auf der Map freigeschalten. Hier oben fehlt noch was, oben rechts fehlt noch was. Ich habe keine Ahnung, was hier unten rechts noch sein soll, denn ich habe schon drei der vier, ich glaube, es gibt vier Titanen geschafft. Diesen komischen Rüsselelefanten, dann hier diese Echse und den Vogel habe ich auch schon gemacht. Alle beim allerersten Mal geschafft, ja? Und dann haben wir hier noch die Wüste mit Vanaboris. Und da gehen wir jetzt hin. Das ist das einzige Ziel in dieser Folge, wird es sein, Vanaboris zu besiegen. Ich habe es vor 3 Wochen oder so schon mal probiert. Bin locker 10 Mal hintereinander gestorben. Wie gesagt, die anderen alle beim ersten Mal besiegt, den permanent gestorben. Er ist nämlich der einzige Ganon, bei dem man nicht permanent weglaufen kann, wie ich das bei den anderen Ganons die ganze Zeit gemacht habe. Hey, wieso ist da vorne jetzt ein Gegner? Sondern es ist ein Ganon, wo man perfekt ausweichen muss, beziehungsweise nicht nur perfekt ausweichen muss, sondern perfekt blocken muss. Und da bin ich ja so gar kein Profi drin. Also ich weiß, wie das theoretisch geht. Ach, ist der Gegner hier, damit man theoretisch noch so eine Wächterwaffe bekommt? Vielleicht. So einen Eisenhammer brauche ich nämlich zum Beispiel nicht. Tschüss, Eisenhammer. Ich nehme die Lanze mit. Zack. Cool. Okay, haben wir eine schnelle Lanze. Das ist doch schon mal gut. Weil ich glaube, diese Lanzen, also diese Wächterdinger sind doch auch gut gegen Ganons, nicht wahr? Ja, also diese Folge endet erst. Wieso ist hier wieder alles? Achso, der Blutmund war da. Deswegen ist hier, glaube ich, alles. Das kann sein. In den 3 Wochen war ein Blutmund da. Ja, ja, ja. Ich habe so keine Lust. Also, ihr seht ja, ich habe die ganzen anderen 3 Leute besiegt. Deswegen habe ich jetzt diesen Schild und ich kann auch wiederbelebt werden einmal etc. Ich habe auch ganz viel gekocht. Zweieinhalb Seiten voll so ungefähr. Kann also ganz viel essen und mich sogar max heilen mit +3 und alles mögliche. Mal gucken, ob das langt. Das hatte ich letztes Mal nicht. Von der Waffenauswahl geht das so. Jetzt auch nicht die besten Sachen, aber ich glaube, damit komme ich erstmal ganz gut klar. Und wir gucken einfach mal, was passiert, ne? Wir sind soweit, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Ja, let's go. Let's go, hallo Ganon. Ich hoffe, du bist jetzt auch wirklich da, ja. Könnt ihr ja mal schreiben, wie gut ihr mit Ganons Donnerfluch zurechtgekommen seid. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie man blockt. Ja, das meine ich. Man kann ihn nicht mal anvisieren. Ich kann jetzt schon wieder essen. Das ist so ein behinderter, blöder Typ. Also es kann sein, dass ich hier schon viel zu früh bin. Aber wenn er seinen Scheiß macht, dann kann man ihn auch nicht anvisieren. Okay, den kann man wenigstens ganz leicht ausweichen. Man kann ihn jetzt auch nicht so gut angreifen, wie ich finde. Und hier... Ja, ist genau der richtige Moment. Deswegen hat er mich auch getroffen, der Blödmann. Du musst halt ausweichen oder halt im richtigen Moment blocken. Die Sache ist, wenn er diese Kackattacke macht, du kannst ihn nicht anvisieren. Und wenn du ihn nicht anvisieren kannst, dann kannst du auch richtig schlecht nur ausweichen. Ja, doch, ich muss schon wieder was essen. Ich meine, ich habe ganz viel Essen, ich kann mich permanent heilen. Die Sache ist, er hat auch noch eine zweite Phase später. Und diese zweite Phase, die greift... Ich krieg's einfach nicht hin. Die greift permanent an. Ja, ich krieg vielleicht Wirkung. Und... wenn er dann 2 Mal miteinander angreift, dann bin ich halt tot, weil er mich halt two-hittet, wie ihr seht. Ich muss mich ja nach jedem Hit... dich... heilen. Habe ich überhaupt irgendwas, was nur so wenig heilt? Nee, ne? Das ist echt belastend. Es funktioniert ab und zu, wenn ich diesen komischen Block nicht mehr habe, den ich jetzt halt nicht mehr habe. Dann kriege ich das ab und zu hin, dass ich ihn blocken kann. Aber die meiste Zeit... Jetzt! Ich hab doch aber... Ich bin zurückgesprungen und eigentlich sollte er dann... So, pass auf. Das da machen, genau! Und ich vom Timing her ist das eigentlich immer gleich bei mir. Und trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin, dass das permanent so ist. Vor allem, wenn ich noch diesen Schild habe, funktioniert das absolut gar nicht. So, hier, lass mal was essen. Mit Angriff plus. Let's go. Ich kann schon wieder was essen. Ich hasse es. Ich hasse diesen Typ. Die erste Phase ist vorhin eigentlich gar nicht so schwer. Die kriegt man doch hin. Die zweite ist eigentlich das Problem. Jetzt habe ich aber sogar bei der ersten Probleme, weil ich hier gerade noch alles erkläre, I guess. Na cool, deshalb bin ich nicht... Hä? I mean, ich kann natürlich auch außer diesen Ausweich nach hinten, was aber bisher immer ganz gut funktioniert hat. Ich nehme mal eine schnellere Waffe, damit geht das einfacher. Ich kann natürlich auch blocken hier mit meinem komischen Schild. Hä? Warte mal, habe ich jetzt einen starken Schild, dass er da nicht durchkommt? Ich kann ihn einfach wegblocken? Er hat ihm 2 Mal gegen mein Schild geschlagen, oder? Das funktioniert halt später leider auch nicht mehr. Oh, warte, warte, wir nehmen eine schwere Waffe und dann können wir ihn damit richtig in die Fresse ballern. Bergspalter zerbricht gleich, ist mir egal. Nimm meinen ganzen Schaden in deine Fresse. Oh, Mann. Hier, komm ran.
Ja, bei mir ist alles in Ordnung, Zelda. Laber mich nicht voll. Ist das überhaupt Zelda, die hier redet? Kann auch sein, dass das die Frau aus dem... Wüstendorf ist. Wäre natürlich witzig, wenn ich ihn jetzt beim ersten Mal gleich besiege. Wir müssen ihn, glaube ich, noch einmal treffen. Und dann kommt er in die zweite Phase rein. Komm, mach deine scheiß Attacke. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Ha! Guck, also ab und zu funktioniert schon. Ich bin so gespannt, ob ich jetzt die zweite Phase hinbekomme. Oh, das war auch am Anfang richtig der Abfuck, da überhaupt rauszukriegen, was man überhaupt machen muss. Jetzt schleudert er die ganze Zeit Blitze auf einen. Und ich habe ungelogen bestimmt 10 Minuten rumprobiert, weil ich ihn ja gar kein Damage machen konnte. Ich habe ihn mit Pfeilen abgeworfen, ich habe ihn mit meinen Bomben abgeworfen, alles Mögliche. Aber was man machen muss, während er hier die Blitze macht, man muss diese komischen Stangen nehmen. Hoffentlich, bevor er die kaputt macht. Und die dann zu ihm nach oben hin schnubbeln. Ganz, ganz komisch, muss ich sagen. Was ist er denn? Da. Und ab und zu trifft er ihn dabei dann trotzdem noch, weil, keine Ahnung, Spiel ist halt komisch. Oh, aber die zwei Minuten. Oh, das hat richtig viel Damage gemacht. Haben wir gut gehittet? Die Sache ist. Genau das ist die Sache. Er hat mich doppelt gehittet. Nächstes Mal muss ich ihn ausweichen. Ich habe keine Waffe mehr. Mann, ey. Wir nehmen mal die Waffe. Wenn er jetzt einen angreift. Ich habe kein Schild mehr. Dann. Geh doch weg. Oh. Dann verliert man sein Schild und seine Waffe. Wollte ich sagen, glaube ich. Ja, komm, jetzt komm her. Dein. Okay, sein komischer Blitz ist weg. Einmal weg. Da, er greift doch immer doppelt an, der komische Typ. Ich finde das so komisch. Aber anscheinend kann ich ab und zu blocken. Das ist auch weird. Ja, okay. Nee. Genau das meine ich. Was ist denn das? Er hittet mich zweimal hintereinander. Manchmal bin ich auch am Boden. Und wenn ich dann wieder aufstehe, dann kommt er mit seinem zweiten Schlag an. Und so lief das letztes Mal die ganze Zeit. Oh, habe ich überhaupt gespeichert? Speichert er automatisch, wenn man sich teleportet? Ich hoffe es doch. Oh, Natürlich habe ich hier in Kakariko gespeichert. Jetzt muss ich mich da wieder hin teleporten. Vielleicht sollte ich auch einfach einen Stream machen dazu. Das hat damals bei Tetris 99 zumindest ganz gut funktioniert. Da hatte ich auch ein Let's Play gehabt, wo ich Tetris 99 probiert habe, bis ich halt mal gewinne. Und wann gewinne ich? Genau in der ersten Runde, wo ich es dann streame. Richtig komisch. Ja. Okay, alles genauso wie vorher. Diesmal speichern wir hier aber, damit wir sofort hier wieder sind. Alright, Versuch Nummer 2. Mal gucken, wie lange wir heute brauchen. Ich werde hier nicht aus dem Video rausgehen, bevor ich diesen blöden Typen nicht besiegt habe. So, ich habe jetzt einfach mal auch Donner genommen. Dann kann er mich mal kreuzweise. Mal gucken, ob ich ihn auch wegdonnern kann. Ob er dann auch seinen Scheiß verliert. Das funktioniert immer nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, warte, ich versuche jetzt mal, ihn zu blocken. Statt aus... Nee, oder doch? Hat das funktioniert? Warte, funktioniert Blocken besser oder was? Blocken funktioniert besser als Ausweichen. Das kann natürlich sein. Au, sagte er und wird einfach wieder getroffen. Wir könnten ja was nehmen. Ich habe nämlich auch noch ganz viele Sachen. Max Heilung und noch mehr Heilung. Ich habe noch ein paar Sachen gemacht, die mir Anti-Elektro-Zeug gegeben. Hier, 3 Minuten 30, ja, let's go. Essen wir jetzt schon für die zweite Phase, auch wenn das jetzt natürlich noch nicht so viel bringt. Aber für die Zukunft. Toll, jetzt ist mein komischer Schild wieder weg. Kannst halt vollkommen vergessen, diese Kacke. Ja, boom. Voll auf die Fresse, Ganon. Was, komm an. Oh, warte, mit dem kann ich ja nicht blocken. Ich brauche was, wo ich ein Schild habe. Hey, aber guck mal, er kommt da gar nicht durch. Das finde ich auch interessant. Ich kann ihn wieder nicht anvisieren. Das ist so komisch, deine komischen Attacken. Wenn man ihn wenigstens die ganze Zeit anvisieren könnte. Nicht so gut funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall was, was schnell ist, I guess. Mann. Oh, warte. Sein Schild wird kleiner. Vielleicht, wenn es ganz weg ist. Ja, oh, das funktioniert. I didn't knew that. Dass du sein Schild wegmachen kannst. Zack. Oh, alles zerbricht hier. Was habe ich denn für komische Waffen? Ah, da kann ich ja auch nochmal sagen, ich finde dieses System mit diesen kaputtbaren Waffen gar nicht so schlimm, weil man dadurch zumindest neue Waffen ausprobiert. Da haben ja ganz viele rumgemeckert bei diesem Spiel, dass sie dieses System richtig kacke finden. Obwohl ich jetzt auch gerade sagen muss, warum zerbricht denn hier alles? Die Sachen sind doch eben nicht so schnell zerbrochen. Aber eigentlich finde ich das ganz cool, wie gesagt, weil man dann wenigstens verschiedene Waffen ausprobiert und nicht immer die ganze Zeit mit derselben Spitzhacke oder sowas vorlieb nimmt. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und ich finde auch nice, dass sie es jetzt im Tears of the Kingdom weiter so gemacht haben und nicht davon abgewichen sind, auch wenn sie jetzt dieses komische Crafting-System natürlich mit reingebracht haben. Ah,
ich habe eine Waffe, mit der ich gar kein Schild habe. Ich bin so ein Vollidiot. Eine Waffe ohne Schild und dann versuchen zu blocken, ist halt auch nicht das Schlauste so. Hier, nehmen wir nochmal was, was uns schneller macht. Nein, gar nichts ist in Ordnung. Oh, und dass ich mich immer hinhocke, ist auch behindert. Weil ich dann natürlich nicht mehr blocken kann. Oh, komm ran jetzt. Ich muss dich nur noch einmal treffen. 1, 2, 3. Ah, perfekt. Ja, siehst du, perfekt. Okay, das funktioniert aber sehr viel besser. Das habe ich halt damals auch nicht gemacht. Mit dem Schild blocken. Okay, 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 I see. Das ist so nervenaufbrausend. Also diese Garnons sind allgemein irgendwie mega schwer, dieses Spiel. Ja. Das Gute ist, hier hat man so viel Zeit, wie man braucht. Ab und zu macht er dann halt mal Doppelblitze oder so. Aber man sicher bleibt jetzt die ganze Zeit in der Luft. Wo ist er denn eigentlich? Da hinten? Ja, fail. Okay, dann halt auf die andere Seite. Komm. Mach deine komischen Fehler-Dinger, weil du denkst, ich bin ein Vampir, obwohl ich gar keiner bin. So, sehr gut. Nicht bei den Blitzen stehen, sonst tut man sich wieder weh. Aber hier war er doch. Wo ist er denn jetzt? Hallo, Gardon? Gardon, ich würde Sie bitte... Hä, jetzt ist er doch da hinten? War er eben auch schon da hinten? So verwirrt. Da, treff dich selber. Warum schlägst du dich selber? Warum machst du dich selber mit dem Blitz kaputt? Hallo? Findest du dich? Danke. Attacke! Oh, wir haben schon richtig viel Leben abgezogen. Nope. Alter! Ja, guck, ich bin schon wieder instant gestorben. Ich beschütze dich. Wo denn? Oh, was nehme ich denn jetzt? Ich habe wieder nichts, womit ich ein Schild habe. Aber ein Schild bringt mir sowieso nichts. Ich kann ihn ja nicht blocken, wenn er Blitze hat, nicht wahr? Also da muss man ausweichen. In dieser Phase muss man ausweichen. Es ist auch scheißegal, was ich für eine Waffe nehme. Aber ich hätte trotzdem gerne ein Schild. Einfach, um mich besser zu fühlen. Na, komm ran. Wenn er keine Blitze hat, dann kann ich halt doch blocken. Vielleicht muss, ist das der Trick, dass man darauf achten muss? Nee. Lass mich in Ruhe! Doppelt ausgewichen! Auf die Fräse! Hä, aber das kann ja wirklich was werden. Ich hab den viel schwerer in Erinnerung! Zack, zack! Nee, nee, weg, weg, weg! Jo, natürlich hat er einen... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist doch garantiert ein One-Hit! Ja! Mann, was hat das denn für eine Reichweite? Er hat mich da jetzt mitgekillt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, diese Folge wird nicht so lang, wie ich zu nice dachte. Aber er macht so viel Damage, ich glaube... Ist jetzt tatsächlich nochmal so ein Ding ein, was mir mehrere Max-Leben gibt. Max-Heilung und plus 5 Herzen, das klingt doch gut. Vielleicht ein bisschen Overkill, aber wenn er so blöd ist. Bitte gehen Sie weg! Oh yeah! Damage! Damage in dein Face! Hey, das wird halt wirklich was. Jetzt ist er ja schon am Boden. Hä? Hä? Ich habe ohne Witz vor ein paar Wochen mindestens 2 Stunden diesen Typen probiert und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe mir nicht mehr Leben geholt, ich habe mir nicht irgendwas mehr geholt. Okay, ich habe gekocht. Aber so viel habe ich jetzt auch nicht gegessen. Leute, das liegt an euch. Bringt mir Glück. Wenn ich aufnehme, habe ich mehr Glück anscheinend. Beim zweiten Versuch. Ich dachte, das dauert jetzt ewig und wird so eine Wage-Folge, aber nope. Ja, nice. Und sollte ja dann auch der letzte Titan sein. Dann kann ich zu Ganon gehen. Ja, tolle Sache. Und dann kann ich endlich Totke anfangen. Totke ist bestimmt richtig toll.